Eines der kennzeichnenden Merkmale von JavaScript und TypeScript ist, dass man unglaublich viele verschiedene Werkzeuge braucht, um mit diesen Sprachen entwickeln zu können. Das macht das Setup aufwendig, umständlich und kompliziert. Und gerade in Verbindung mit TypeScript ist es lästig, alle möglichen Tools auch zunächst immer noch explizit für TypeScript konfigurieren zu müssen. Ein typisches Setup sieht dann so aus, dass man TypeScript und TS-Node als Fundament installiert hat, Prettier für das Formatting, ESLint für die Code-Analyse, Mocha zum Testen, Webpack zum Bundeln, dann noch eine Reihe von Plugins für ESLint, Mocha und Webpack, damit die jeweils TypeScript-kompatibel werden. Und wie gesagt, die müssen dann alle auch noch konfiguriert werden. Aber eigentlich wollte man sich gar nicht 3 Stunden mit diesem Setup beschäftigen, sondern eigentlich wollte man nur mal eben schnell eine kleine Webanwendung bauen. Und wenn dich das in der JavaScript- und der TypeScript-Welt auch zunehmend nervt, dann ist inzwischen vielleicht endlich Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Und genau darüber sprechen wir heute in diesem Video einmal ein bisschen detaillierter. In diesem Sinne, hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Developers Dictionary. Wie sieht nun dieses Licht am Ende des Tunnels aus? Im Prinzip ist die Antwort auf diese Frage ganz einfach, denn es gibt ein neues Werkzeug namens Roam. Und Roam verspricht, alle zuvor genannten Aspekte in einem einzigen Tool abzubilden, und zwar ohne, dass dafür, zumindest im Normalfall, auch nur eine einzige Zeile Konfiguration notwendig wäre. Das ist erstmal eine sehr selbstbewusste Ankündigung, aber hinter Roam steckt auch niemand Geringeres als Sebastian McKenzie, der Babel und Yarn maßgeblich entwickelt hat, also durchaus jemand, dem man getrost auch eine ganze Menge zutrauen darf. Wichtig ist noch, dass Roam nicht in JavaScript oder TypeScript selbst geschrieben ist, sondern in Rust. Und warum das wichtig ist, darauf kommen wir gleich noch. Gucken wir uns aber erstmal an, was Roam so alles zu bieten hat. Aktuell ist Roam in Version 11. Das heißt, Roam ist keine 0.x-Version mehr und das, was bereits in Roam vorhanden ist, das funktioniert meiner Erfahrung nach auch wirklich sehr gut und stabil, aber es sind trotzdem noch nicht alle Features verfügbar, die insgesamt angekündigt sind. Das wird einfach teilweise noch ein paar Wochen oder auch ein paar Monate dauern, aber trotzdem ist Roam jetzt schon ein durchaus spannender Ersatz, nur eben noch nicht für alle zuvor genannten Werkzeuge. Aber im Laufe der Zeit wird es ein Werkzeug nach dem anderen ersetzen. Das ist zumindest bislang der Plan. Version 11 unterstützt derzeit JavaScript und TypeScript und das muss man explizit dazu sagen, das steht nämlich nicht so direkt auf der Webseite, auch JSX. Das heißt, auch wenn du mit React entwickelst, funktioniert das bereits jetzt nahtlos mit Roam. Was Roam für diese 3 Sprachen aktuell bietet, ist zunächst mal Formatting und Linting. Das heißt, es zielt im ersten Schritt genau darauf ab, Prettier und ESLint überflüssig zu machen. Und alleine das ist schon eine ganz schöne Sache, denn Prettier lässt sich ja noch halbwegs angenehm konfigurieren, aber die Konfiguration von ESLint, die ist doch immer sehr aufwendig und langwierig, insbesondere in Verbindung mit TypeScript. Das liegt zum einen an den vielen, vielen, vielen Regeln, die man halt doch größtenteils zu seiner eigenen Bedürfnisse anpassen möchte. Das liegt zum anderen aber auch daran, dass ESLint immer noch nicht von Haus aus direkt mit TypeScript umgehen kann und man dafür dann eben ein gesondertes Plugin zum einen für das Parsen benötigt und noch ein weiteres zweites Plugin für die Regeln, die dann aber teilweise wieder mit den von Haus aus integrierten Regeln für JavaScript kollidieren. Und bis man das alles konfiguriert hat und unter einem Hut hat, das dauert halt einfach seine Zeit. Übrigens, nur für den Fall, dass du dich damit noch beschäftigen möchtest oder musst, wir haben dazu mal ein Video gemacht, wie du ESLint mit TypeScript ans Laufen bringst. Und den Link zu diesem Video, den findest du hier oben in der Infocard. Das Schöne an Roam ist nun, dass es nicht nur genügt, lediglich eine Abhängigkeit zu installieren, sondern dass vor allem keinerlei Konfiguration erforderlich ist. Das heißt, nach einem einfachen npm-install kannst du direkt loslegen und Roam aufrufen mit npx-roam-format bzw. npx-roam-check. Du musst noch angeben, welche Dateien oder Verzeichnisse du jeweils bearbeiten möchtest und das war's. Also einfacher geht's eigentlich kaum. Trotzdem besteht aber nach wie vor die Möglichkeit, eine Konfigurationsdatei anzulegen und dazu würde ich dir sogar tatsächlich raten. Das kommt, wo ich doch vorhin ja so begeistert davon gesprochen habe, dass Roam ohne jegliche Konfiguration auskommt, jetzt vielleicht ein bisschen unerwartet, aber der Punkt ist, dass es am Ende halt doch die ein oder andere Einstellung gibt, die du wahrscheinlich konfigurieren möchtest. Das Schöne ist aber, dass du, egal für wie viele Aufgaben du Roam am Ende mal nutzen wirst, immer nur eine Konfigurationsdatei hast und die eben auch ein einheitliches Format hat. Und nicht wie bei Prettier, ESLint, Mocha, Webpack und so weiter, für jedes Tool eine eigene Datei mit einem komplett eigenen Ansatz, wie sie jeweils funktioniert und so weiter. Und abgesehen davon, allzu viele Optionen sind es bei Roam auch gar nicht, was sich da überhaupt konfigurieren lässt,
Der einfachste Weg, hier zu einer lauffähigen Konfiguration zu kommen, ist übrigens der Aufruf von npx roam init. Ja, und was lässt sich nun konfigurieren? Nun, für den Formatter sind das so Sachen wie Tabs oder Spaces, wie viele Spaces, falls Spaces, die gewünschte Zeilenlänge, ob Single oder Double Quotes, wie du mit Semikolons und Trailing Commas umgehen möchtest. Und das war es tatsächlich auch schon. Und beim Linter ist es sogar noch weniger. Dort kannst du nämlich lediglich Gruppen von Regeln aktivieren oder deaktivieren. Und aktuell wäre meine Empfehlung hier einfach alle Recommended-Regeln zu aktivieren, da das eine ziemlich gute Voreinstellung ist. Für eine zukünftige Version von Roam soll es eventuell noch eine Einstellung geben, dass du einfach alle Regeln aktivieren kannst. Das geht aber zumindest in Version 11 aktuell noch nicht. Ja, und damit hast du jetzt mit rund 10 Zeilen Konfiguration Formatting und Linting für JavaScript, TypeScript und JSX eingerichtet. Die nächste Version, also Roam 12, die übrigens gemäß der Roadmap eigentlich schon seit 3 Wochen überfällig ist, die wird dann Formatting und Linting für ein weiteres Dateiformat mitbringen, nämlich für JSON-Dateien. Das heißt, ohne dass du ein weiteres Tool benötigst oder wieder eine neue Konfigurationsdatei schreiben musst, sobald Roam 12 da ist, funktioniert genau das, was ich gerade beschrieben habe, halt einfach auch für JSON-Dateien. Und im Sommer dieses Jahres soll dann auch noch Unterstützung für HTML hinzukommen und im November dann schließlich auch noch Unterstützung für Markdown und CSS. Und damit sind dann erstmal alle Sprachen abgedeckt, die man in einem üblichen JavaScript- oder TypeScript-Webprojekt so antrifft. Jetzt ist Formatting und Linting ja aber nicht alles. Und für den März dieses Jahres ist zusätzlich auch noch angekündigt, dass Roam auch kompilieren und bundeln können wird. Und im Sommer kommt dann auch noch Testing dazu. Das heißt, in einigen Wochen kann man sich dann eventuell von Webpack und Co. schon mal verabschieden. Und bis ungefähr Ende des Jahres ist dann tatsächlich all das, was man so braucht, in einem einzigen gemeinsamen Tool vereint. Und insofern führen in diesem Jahr eben alle Wege nach Roam. Spannend an der ganzen Geschichte ist, abgesehen von den ganzen Features, dann übrigens auch noch, was Roam ansonsten so auszeichnet. Und da ist in allererster Linie die Geschwindigkeit zu nennen. Und Roam ist, um es auf den Punkt zu bringen und einfach mal auf gut Deutsch auszudrücken, sauschnell. Ich weiß nicht, wie ich das anders ausdrücken soll. Das trifft die Sache an der Stelle einfach wie der sprichwörtliche mit dem Nagel und dem Kopf. Du weißt, was ich meine. Und ein ganz wesentlicher Grund dafür, dass es so schnell ist, ist halt die bereits erwähnte Tatsache, dass Roam in Rust geschrieben ist, aber natürlich auch, dass Roam eine recht intelligente Architektur aufweist, die darauf ausgelegt ist, möglichst viel zu parallelisieren und zu optimieren. Und das Roam-Team, das verspricht, dass Roam skalierbar sei, dass es also für Codebases jeglicher Größenordnung geeignet sei. Das habe ich jetzt noch nicht überprüft, aber bislang habe ich zumindest noch keine Codebase gesehen, bei der Roam nicht rasend schnell gewesen wäre. Und da reden wir wirklich über Millisekunden im zwei- oder dreistelligen Bereich. Hinzu kommt außerdem noch, dass die Fehlermeldungen um Welten besser sind als zum Beispiel die von ESLint. Sie sind ausführlicher, aussagekräftiger und insgesamt einfach unterm Strich halt so, wie man sich das eigentlich bislang schon immer gewünscht hätte, vor allem nicht so kryptisch. Und zu guter Letzt, als ob das alles nicht schon mehr als genug wäre, gibt es für Roam auch noch eine offizielle Extension für Visual Studio Code. Das heißt, du bekommst all das, was du mit npx roam auf der Kommandozeile ausführen kannst, auch direkt in Visual Studio Code. Und das wiederum wird natürlich besonders interessant dann, wenn man es automatisiert, zum Beispiel, dass das Formatieren beim Speichern ausgeführt wird. Das ist jetzt nichts, was mit Prettier oder ESLint nicht auch möglich gewesen wäre, aber auch hier gilt eben wieder, dass man nur ein Tool konfigurieren muss, nicht wieder zig verschiedene, denen man im Zweifelsfall dann auch noch beibringen muss, einander nicht in die Quere zu kommen. Langer Rede, kurzer Sinn. Du merkst es schon, ich persönlich bin von Roam mehr als angetan. Wir bei The Native Web haben in den vergangenen Wochen, seit Roam 11 erschienen ist, eine ganze Reihe von Projekten bereits auf Roam migriert. Und wir haben diesen Schritt bislang definitiv nicht bereut, im Gegenteil. Roam macht durchaus Spaß, es ist ein schönes und aus meiner Sicht wirklich gelungenes Tool und ich habe die große, große Hoffnung, dass wenn mal noch ein paar Monate vergangen sind, wir ein um Welten einfacheres Setup für JavaScript- und TypeScript-Projekte haben werden, als das jetzt unterm Strich jahrelang der Fall war. Denn das war ja eigentlich ganz ursprünglich mal das, was an der Webentwicklung so schön war, dass man seinen Code geschrieben hat, einen Reload gemacht hat und alles war gut. Und diese Leichtigkeit, die ist in den vergangenen 10 Jahren mit all diesen vielen verschiedenen Tools irgendwo verloren gegangen und da hoffe ich, dass wir einen Großteil davon mit Roam wieder zurückbekommen. Und was mich da jetzt noch interessieren würde, wäre natürlich, hast du eventuell auch schon ein Projekt oder mehrere auf Roam umgestellt und wie sind denn da deine Erfahrungen? Beziehungsweise, falls du noch kein Projekt umgestellt hast,
Was ist der Grund dafür? Kanntest du Rome noch gar nicht oder hattest du einfach noch keine Zeit oder was auch immer? Schreib deine Meinung und deine Erfahrungen dazu gerne einmal unten in die Kommentare. Wenn dir das Video heute gefallen hat, dann leite es auch gerne an deine Kolleginnen und Kollegen weiter. Und ansonsten wünsche ich dir einen guten Start in eine neue, schöne und vor allem erfolgreiche Woche. Pass gut auf dich auf, bleib gesund und dann sehen wir uns am Mittwoch wieder. Da findet nämlich um 18 Uhr unser für dieses Jahr erster Livestream statt und dieses Mal geht es um das Thema Performance-Optimierung. In diesem Sinne, mach's gut und dann bis Mittwoch. Ciao.